steckt was fest. Gucci, Gucci, Gucci. Wow, wow. Fang den Knochenhundchen, fang ihn. Wuff, wuff, wuff. Ich bin großer Tierfreund. Wow, hat der eine lange Lecke. Ich glaube, der Baubi flutscht mir gleich weg. Ach Gott, sieh doch nur, das arme Tier hockt da wie ein Schluck Wasser. Was hast du vor, Kumpel? Sieht ein bisschen krank aus. Also, spielst du jetzt Wetterballon oder was? Voll rein in die Suppentruhe. Hat irgendwie einen strengen Smello, aber es schmeckt ganz knusper. Ich werde Geeks mal eine Kelle abgeben, da muss er unbedingt mal dran saugen. Das ist lecker Blättermagen. Die Soße musst du dir unbedingt mal reintun. Schmeckt gar nicht so gut. Und füllt den Ranzen. Ich pack dich in die Wertstoffsammlung, wenn du dich nicht sofort abkercherst. H2O und zwar pronto! Sie haben seit 1994 Ihre Rechnung nicht bezahlt und solange kein Geld rüberwächst, gibt es auch kein Wasser. Wir könnten ja auch einfach relaxed warten, bis die Fliegen alles abgeschlabbert haben. Oder hast du eine bessere Idee? Geilomat, das ist die Lösung. Ich sag mal, La Fontaine wird's richten. Nach der Spritztour schnupperst du wieder wie neu. Ja, aber ich möchte lieber schmutzig am Leben bleiben, als sauber abzunippeln. Mach dir mal keinen Helm. Die Töle machen wir schon rund. Na, du kleiner Hundibundi. Wir sind doch Freunde. Wir geben dir deinen Futternapf und dafür wirst du meinen Kumpel nicht verschlingern. Das kannst du dir abschminken. Du gibst mir meinen Futternapf und dann lasse ich euch zwei hier rein. Dann esse ich und danach seid ihr dran. Na gut, du Pudel, dann hol das Krückchen. Mein Futter. Strike. Oh, cool. Eine fliegende Untertasse. Jetzt spielen wir eine Runde Dart. Oh, was für ein Strahl! Das killert! Leg noch ein Brikett drauf! Lecki! Dein Freund riecht wie eine ganze Müllhalde. Das kann ich sogar von hier aus schnuppern. Hör auf zu pöbeln, das ist doch La Fontaine. Da kann er sich unterm Arm putzen. Daraus wird nichts. Ihr könnt's ja versuchen. Also, ich kapier gar nichts. Ist doch ganz simpel. Du nimmst ihn in die Hand und knetest ihn ungefähr so. Sehr gern. Dadurch wird das Wasser abgesaugt, läuft in die Waschmaschine und wir können stolz von uns sagen, sauber geschleudert. Und der Pfiffikus da drüben guckt dumm aus der Wäsche. Naja, ich find's nicht so die Kuppe. Ich glaube, er wird das Rohr sehen. Nein, pass mal auf. Ich schlänge mich durchs Erdreich, denn manchmal ist es warm und weich. Ich bin nur ein kleiner Regenwurm. Tralali und tralalum, tralalala. Ui, hab ich einen Brand. Voll Waschgang! Diese Beißklemme gibt einfach nicht auf! Alter, der nimmt sich Slacks auf Lunge!
Zum Glück hat das Teil einen eingebauten Staubsauger. Zieh, Baby, zieh! Nur sauber, sondern rein. Er ist eingelaufen. Wir hätten ihn nur bei 30 Grad waschen dürfen. Den kann man sich jetzt nur noch auf den Kaminsims stellen. Egal, spielen wir weiter, aber wir haben keinen Ball. Ball? Doch, großartige Idee. Dann mal los. Und ihr macht sogar noch deftig Mucke dazu. Stell lauter. Auf große Lucy.